Wir wollen diesen Gottesdienst hier miteinander beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und der Herr, der uns hier versammelt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Nach dieser liturgischen Begrüßung möchte ich Sie, wenn wir es das so wollen, weltlich begrüßen. Dazu können wir, glaube ich, Platz nehmen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Vertreter der Politik, der Wirtschaft und des Handwerks, und ich darf, glaube ich, von meiner Seite hier in ganz besonderer Weise alle die begrüßen und willkommen heißen zu diesem ökumenischen Gottesdienst, die ganz handgreiflich, handwerklich an der Augustusbrücke in den letzten Jahren mitgearbeitet haben. Verkehrsfreigabe, so steht auf unserer Anzeige zu diesem Gottesdienst. Ich glaube, der Dresdner wird einfach sagen, die Brücke ist fertig. Und darüber dürfen wir uns freuen. Brücke heißt immer auch, einen Verkehrsweg zu haben, der von einem Punkt zum anderen eine Verbindung schafft. Darüber werden wir ganz sicherlich in diesem Gottesdienst in ganz verschiedener Art und Weise nachdenken. Ich freue mich sehr, dass wir in ökumenischer Verbundenheit mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern. Und so dürfen wir auch Worte des Evangeliums und des Psalmens, Worte der Heiligen Schrift, die vertont sind in Liedern, in diesem Gottesdienst mit hineinnehmen. Auch das ist aus dem Glauben her verstanden eine Brückenfunktion, eine Brücke zu schlagen zwischen Gott und uns Menschen. Lassen wir uns anrühren von dem, was wir hören. Lassen wir uns anrühren von der Gemeinschaft, die wir, auch wenn wir leider in Abständen sitzen müssen, hier miteinander feiern. Und gehen wir hinein in diese liturgische Einweihung der Augustusbrücke nach ihrer Fertigstellung. Lasst uns diesen Gottesdienst beginnen mit einem Gebet, in dem wir die alten, vertrauten Worte des Psalm 121 aufgreifen. Und ich möchte Sie einladen, das Fettgedruckte und Eingerückte mitzusprechen. Lasst uns beten. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn ich fortgehe und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
Wir hören einen Text aus dem Evangelium nach Matthäus, aus dem 6. Kapitel. In jener Zeit sagte Jesus: Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr und was ihr braucht. Sucht aber zuerst das Reich und die Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Die Augustusbrücke, sie steht heute hier im Zentrum unseres Denkens und jahrelang vielleicht auch unseres Sehnens, dass sie wieder so schön geöffnet werden kann, wie es heute der Fall sein wird. Augustusbrücke, so kennen wir sie unter diesem Namen. Dabei ist dieser gar nicht so alt, auf jeden Fall nicht über 2000 Jahre alt, wie die Augustusbrücke in Narni in Italien. Die wurde nach dem Kaiser Augustus benannt, was ja bei unserer Augustusbrücke wohl nicht ganz so ist. Da geht es wahrscheinlich eher um die latinisierte Form des Ausdrucks für einen August. Wahrscheinlich dann wieder der Starke, weil es nicht mehr ganz so um den König Friedrich August ging, der dann 1918/19 abgesetzt wurde und in den 20er Jahren bei der Umbenennung keine Rolle mehr spielen sollte. Augustusbrücke. Nun schaut man als Theologe erst einmal natürlich in der Bibel nach. Zu meinem Erstaunen kommt dort das Wort Brücke überhaupt nicht vor. Augustus wiederum einmal. Nämlich in der Geschichte, die Sie doch alle kennen und die vor 4-5 Wochen die große Rolle gespielt hat. Die beginnt, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt
geschätzt würde. Der Beginn der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Da kommt er vor, der Augustus, der Weltenbeherrscher der damaligen Welt, des Römischen Reiches. Nachdem auch die Brücke in Narni benannt wurde, der die Pax Romana ausrief, also den römischen Frieden, den Frieden über seinem Weltreich, einem Frieden, der innerhalb dieses Reiches galt, der aber großteils durch Unterdrückung der anderen Welt erreicht wurde. Auch Unterdrückung der Völker am Rand, wozu das Volk der Juden gehörte. Der Juden aus dem Volk, aus dem dann der andere Brückenbauer, Weltenbeherrscher Jesus Christus hervorging. Dieser baute auch Brücken. Brücken zwischen Gott und Mensch und Brücken zwischen den Menschen. Nur auf andere Art und Weise, als es die römische Unterdrückungsmaschine damals tat. Und eine Voraussetzung des Brückenbaus für Jesus Christus war und ist die Vergebung. In der großen Redensammlung, die wir unter dem Stichwort Bergpredigt kennen, aus der auch vorhin die Lesung stammte, die Dekan Büchner vorgelesen hat, da sagt Petrus an Jesus an einem Punkt: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Vergebungsbereitschaft, das ist der Anfang des Brückenbaus zwischen dir und mir, zwischen ihnen untereinander, aber auch des Brückenbaus zwischen Gott und mir. Aber die Voraussetzung scheint doch zu sein, dass ich erst einmal mit der Vergebung beginnen kann, dass ich versuche, Gräben zu überwinden, nicht indem ich sie gleich zuschütte, weil das vielleicht meine Kraft übersteigen kann oder weil es manchmal auch gar nicht legitim ist, alle Gräben zuzuschütten. Wie soll ich den Graben zwischen einem religiösen Fundamentalisten und einem liberalen Gläubigen einfach zuschütten können? Oder zwischen einem Nationalisten und einer offenen Weltbürgerin? Oder zurzeit natürlich das Lieblingsthema der Grabenkämpfe, zwischen einem Geboosterten und einem Impfgegner. Es scheinen unüberbrückbare Gegensätze zu bestehen. Unüberbrückbar. Hier steckt schon wieder das Wort Brücke drin. Da draußen steht die steinerne Erinnerung, dass Brückenbau möglich ist. Sie muss immer mal wieder erneuert werden, diese Brücke. Wir haben den Eindruck, sie steht schon immer oder wir rüsten sie dafür aus. Aber alle zig oder alle 100 Jahre muss sie eben auch wieder erneuert werden, saniert oder auch manchmal dazwischen neu gebaut. Und das ist jetzt wieder geschehen. Wir sind den Bauleuten dankbar. Ich will dem Oberbürgermeister nicht seine Worte schon vorwegnehmen, die er bestimmt nachher sagen wird. Aber den Bauleuten, die mit Bagger und Kran, die aber auch mit Hacke und Schaufel der Brücke zu Leibe gerückt sind und sie wieder erneuert haben, dass sie wieder Jahrzehnte oder auch noch länger die Elbe sicher überbrückt. Auch den Graben, der zwischen meinem Kollegen Albrecht Noller und mir ist, die Elbe, also nur dieser Graben, er ist auf der anderen Seite zuständig und ich auf dieser Seite für die evangelischen Christen. Also der Graben auch zwischen der Dresdner Altstadt und der Neustadt, der durch diese und die anderen Brücken überwunden wird. Und wenn wir dann wieder häufig darüber laufen oder mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn oder auch ganz selten mit dem Taxi drüber fahren, dann können wir daran erinnert werden, dass wir alle irgendwie doch Brückenbauer sein können und sollten. Nicht nur der Pontifex, der Brückenbauer in Rom, wie der Papst auch manchmal genannt wird. Nicht nur er ist ein Brückenbauer, der es zurzeit damit manchmal auch nicht nur leicht hat. Nicht nur Bischöfe oder Politikerinnen, Politiker sind Brückenbauer in Kirche und Gesellschaft. Nach den Worten Jesu geht es uns alle an.
Mit der Vergebung beginnt es. Mit der Wertschätzung meines Gegenübers geht es weiter, so schwer das auch manchmal fallen mag. Weil mir ja doch nicht alles gefällt, was mein Gegenüber da so angestellt hat. Weil meine Auffassung auch nicht jedem anderen passt. Da erinnert uns die biblische Schöpfungsgeschichte an einen anderen Blick. Diese Geschichte vom Gegenüber von Mensch und Gott, an die Brücke, die es zwischen Gott und den Menschen gibt, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes und gleichzeitig ein Ebenbild dessen ist, also mein Gegenüber und ich selbst. Und auf diesen Mitmenschen bewege ich mich zu, nicht indem ich alle gegensätzlichen Auffassungen nivelliere, nicht indem ich vielleicht aus falsch verstandener Demut meine Auffassung, meine Meinung oder auch meinen Glauben aufgeben müsste. Nein, aber ich kann auch die meines Gegenübers hören, seine Auffassung achten oder auch mit Argumenten bedenken und dadurch Brücken des Verstehens und der Vergebung schlagen. Petrus fragte einmal Jesus, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat? Langt denn 7-mal? Jesus steckt da ein ganz weites Ziel und er antwortet, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Sie können das ja ausrechnen, wie oft wir der Schwester dem Bruder dann einzeln vergeben können sollten. Immer wieder eine Vergebungsbrücke neu schlagen oder sanieren oder auch reparieren, das ist manchmal anstrengend. Es kostet Zeit, es kostet Kraft und es lohnt sich. So ist jeder vollendete Brückenbau ein schönes Symbol für uns, ein Symbol, welches wir täglich neu mit Leben füllen müssen, jeder einzelne von uns. Amen. Thank you.
Ich möchte Sie einladen, mit uns zu beten. Wenn Sie möchten, können Sie die Fürbitten mit den Worten „Gott, erhöre uns“ aufnehmen. Barmherziger Gott, mit Dankbarkeit schauen wir heute auf die Arbeit, die du hast gelingen lassen. Erhalte uns diesen Blick für das, was du uns gegeben hast, und lass uns dankbar sein für ein Leben voller Möglichkeiten. Lass uns nicht nur Brücken aus Stein bauen, sondern auch Brücken zwischen Menschen, die wir so dringend brauchen. Lass uns offen und friedfertig aufeinander zugehen, bereit auf andere zu hören und voneinander zu lernen. Segne alle, die sich dafür engagieren, dass Menschen miteinander in Dialog treten. Wir rufen zu dir, Gott, erhöre uns. Barmherziger Gott, mit Freude schauen wir auf diese Brücke, die viele Menschen mit ihren Händen und ihrem Verstand gemeinsam gebaut haben. Lass uns daran verstehen, dass wir mit Kooperation mehr erreichen als mit Konfrontation, dass wir uns ergänzen mit unseren unterschiedlichen Gaben, mit Kraft und Intelligenz. Segne alle Menschen, die über diese Brücke gehen werden und so die Schönheit dieser Brücke und unsere Stadt sehen und genießen dürfen. Gott erhöre uns. Barmherziger Gott, nachdenklich schauen wir auf diese Brücke. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie da ist. Es muss noch gut. Wir wissen, dass Brücken gebraucht werden in vielen Orten auf dieser Welt. Sie werden aber durch Kriege zerstört. Lieber Gott, lass uns den Frieden erhalten in unserer Stadt, in unserem Land. Lass Frieden erhalten auch an Grenzen, wie zum Beispiel zur Ukraine. Erhalte den Frieden auf der ganzen Welt, wo Menschen und Krieg unter Terror leiden. Hilf Brücken bauen zwischen den Völkern, zwischen den Menschen. Segne alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Gott erhöre uns. Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich weiß, es ist gegen die protokollarische Vorschrift. Ich weiß, es könnte hinterher mir vorgehalten werden. Und dennoch, es ist mir eine Herzensangelegenheit, heute zuallererst die zu begrüßen, die das Bauwerk, welches wir heute in diesem ökumenischen Gottesdienst freigeben dürfen, saniert haben. Also, liebe Handwerkerinnen und Handwerker, liebe Arbeiter aller Gewerke, liebe Planer, Ingenieure und Denkmalschützer, guten Morgen und herzlich willkommen. Ein genauso herzlicher Willkommensgruß geht an Sie drei, sehr geehrter Superintendent Beer und Nollau, sehr geehrter Herr Dompfarrer Büchner. Und an Sie, sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrates und Sie, liebe Ehrengäste. Mit der Reihenfolge ist es so eine Sache. Bei der Anrede in einer Festansprache, wie beim Bau einer Brücke, zum Glück haben Sie die Menschen mit planen, konstruierenden und koordinierenden Aufgaben. Anders als in meiner Begrüßung an die konkreten Abläufe gehalten. Und so dürfen wir heute nach fast fünfjähriger Bauzeit feiern, was dem Großteil der hier Anwesenden schlicht und einfach viel, viel Arbeit gemacht hat. Die Freigabe der Augustusbrücke. In einer Stadt wie Dresden, die einen Fluss in zwei Arbeits- und Lebensmittelpunkte teilt, ist eine Baustelle an so exponierter Stelle eine enorme Herausforderung. Für den Verkehr über die Brücke, für den Verkehr unter der Brücke, aber auch emotional für die Menschen beiderseits der Brücke und diejenigen, die unsere Stadt besuchen. Und dennoch war es dringend notwendig, die älteste Elbquerung im Herzen unserer Stadt im 21. Jahrhundert grundhaft zu sanieren. Denn unsere heutige Augustusbrücke, eingeweiht 1910, hat einiges miterlebt. Nach der Sprengung von mehreren Brückenbögen 1945 wurden die Schäden nur örtlich repariert und auch das Hochwasser von 2013 zog die Brücke stark in Mitleidenschaft. Übrigens nicht das erste Hochwasser, das der Brücke so enorm schadete. Eisgang und Hochfluten führten regelmäßig zu schweren Beschädigungen und erforderten in den Jahrhunderten wiederholt Reparaturen und Umbauten. Aber halten wir uns auch bei den historischen Fakten lieber an die Reihenfolge. Die Ursprünge der Brücke reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück und sind eng mit der Entstehung Dresdens verbunden. Die erste steinerne Brücke an dieser Stelle spannte sich vom Georgentor bis zum Blockhaus und damit war sie die längste mittelalterliche Brücke Europas. Nach einem Umbau unter Daniel Pöppelmann im 18. Jahrhundert erhielt sie den Namen, unter dem wir sie heute kennen, Augustusbrücke, benannt nach August dem Starken. Dank der Ergänzungen von Gehwegen mit Aussichtsplattformen über den Pfeilern galt die barocke Augustusbrücke damals als die schönste Brücke Europas. 1907 begann der Bau der Brücke, wie wir sie heute kennen, vom Aussehen her ganz nach dem Vorbild des historischen Vorgängers. In der Schlusssteinurkunde sind die Gründe der Erneuerung für die Nachwelt dokumentiert. Dort heißt es, die seit vielen Jahrhunderten bestehende alte Elbbrücke bildete mit ihren eng gespannten Bogen ein Hindernis für die kräftig emporblühende Schifffahrt. Sie war im Laufe der Jahre auch baufällig geworden. Die Länge der Zeit, gewaltsame Eingriffe in das Bauwerk zu Kriegszeiten und heftig wütende Hochwasserfluten hatten dies bewirkt. Über 100 Jahre sind seit der damaligen Fertigstellung ins Land gegangen. Eine so umfangreiche Sanierung wie die nun fast abgeschlossene hat die Augustusbrücke in ihrer Lebenszeit noch nie erfahren. Im April 2017 nahm sie, werte Planer, Ingenieure und Bauausführende, die Sanierungsarbeiten auf. Und bereits zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass dies kein leichtes Unterfangen wird. Viele Herausforderungen galt es zu bewältigen und den Bau bei Wind, Wetter und sogar in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten. Die Arbeit mit Sandstein war anspruchsvoll und benötigte viel Muskelkraft. Wie bei einem Puzzle hat jeder alte Stein seinen einzigartigen Platz auf der Brücke wiedergefunden. Und jeder neue musste in die zu schließende Lücke eingepasst werden. Für Überraschungen ist man beim Bau wahrlich niemals gefeit.
Nur zwei Beispiele seien hier genannt. Dort, wo man einzelne Steine erwartete, kamen teilweise sehr große Steinblöcke zum Vorschein. Fugen waren im Nachhinein eingearbeitet worden, sodass nur der Eindruck entstand, dass es sich um einzelne Steine handelte. Weil dies schon damals für mehr Stabilität sorgte, kam die Technik heute wieder zum Einsatz. Zum Vorschein kamen während der Bauarbeiten auch Überreste vom Brückenvorgänger aus dem Mittelalter. Da dieser länger als die heutige Augustusbrücke war und einige Brückenbögen in den Uferbereichen im Laufe der Zeit zugeschüttet worden waren, unser Denkmal Augustusbrücke, liebe Gäste, ist demnach weit größer, als es mit bloßem Auge betrachtet den Augenschein hat. Und so können wir behaupten, dass mit dem historischen Überresten die Augustusbrücke das längste Denkmal Sachsens ist. Die Generalsanierung wird dem geschichtsträchtigen Denkmal umfänglich gerecht und genügt gleichzeitig den modernen Anforderungen. Mit ihrer heutigen Freigabe ist die Augustusbrücke nun nach Stadtratsbeschluss offiziell autofrei und bleibt neben dem Straßenbahnbetrieb den Menschen zu Fuß und per Rad vorbehalten. Dresden erhält somit einen neuen Ort zum Verweilen als Teil der reizvollen Flaniermeile von der Altstadt in die Dresdner Neustadt, eingebettet in das historische Ensemble des Bernardetto Belletto, oh mein Gott, genannt Canaletto, so malerisch, für die Nachwelt festhielt. Und auch wenn es nicht mehr die von ihm gemalte Brücke von 1748 ist, so mutet die Fertigstellung wie ein Geschenk zum 300. Geburtstag des Malers an. Gleichfalls huldigt die umfassende Sanierung der Brücke seinen einstigen Planern und Erbauern, Oberbaurat Klette und Architekt Professor Kreis. Tausende Menschen umjubelten am 30. August 1910 ihre Weihe unter Anwesenheit König Friedrich August III., des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister, Stadträte und Stadtverordneten. Und mein Amtsvorgänger, Geheimrat Dr. Beutler, führte in seiner Weiherrede aus. Wenn wir nun heute das vollendete Bauwerk fertig zur Freigabe an seine Bestimmung vor uns sehen, so erfüllt es uns vor allem das Gefühl des Dankes. Geheimrat Dr. Beutler hätte mir für meine heutige Rede keine bessere Vorlage bieten können. Den tiefgreifenden Dank ist auch, was ich bei der heutigen Freigabe des für Dresden zu zentralen Bauwerkes im Rahmen dieses musikalisch wunderbar gestalteten ökumenischen Gottesdienstes empfinde. Der von der Landeshauptstadt Dresden beauftragte Firma Henschkebau GmbH und ihren Nachauftragnehmer möchte ich unter den folgend genannten als erstes ausdrücklich danken für ihre tatkräftige, zupackende und herausfordernde Arbeit. Aber auch allen anderen am Bau beteiligten Firmen, den Dresdner Verkehrsbetrieben, den städtischen Beschäftigten im Straßen- und Tiefbauamt sowie den genehmigten Behörden und dem Denkmalschutz gilt mein herzlicher Dank. Sie alle waren bereit, ihre gewohnten Arbeits- und Denkweisen zu verlassen, um dieser alten Dame eine zeitgemäße Verjüngungskur zu geben. Mein Dank gilt nicht zuletzt dem Freistaat Sachsen, der Fördermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013 beisteuerte und eine Zusatzförderung für den Deckenschluss ermöglichte. Am Ende schließe ich in meinen Dank auch die Anlieger rund um das Baufeld ein, deren Geduld enorm strapaziert wurde. Sie alle, die sie an der Sanierung der Brücke unmittelbar und mittelbar beteiligt waren, dürfen stolz auf sich sein. Sie haben es ermöglicht, ein Stück Dresdner Geschichte für die folgenden Generationen zu bewahren. Sehr geehrte Damen und Herren, die Verkehrsfreigabe der Augustusbrücke ist ein bedeutender Tag, wenn sie auch noch nicht den Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Brücke markiert. Die letzten Arbeiten an den Fassaden und Brückenunterseiten sollen bis zum Sommer diesen Jahres abgeschlossen sein. Dann schalten wir die stimmungsvolle Illumination für die Brückenansicht an, sodass das Bauwerk auch bei Nacht bewundert werden kann. Indes gehen die Arbeiten am nördlichen Brückenkopf weiter. Und so dürfen wir gespannt sein, wie sich das Areal um die Augustusbrücke weiter komplettiert.
Die Sanierung und der Umbau des Blockhauses zum Archiv der Avantgarden ist in vollem Gange und auch für die Zufahrten zum künftigen Dresdner Narrenhäusel ist nun eine Lösung gefunden. Sanierung und Neubau erfordert im historischen Ensemble viel Fingerspitzengefühl. Andere Herausforderungen an Material und Bauausführung haben derweil die Baufirmen und Planungsbüros an den sonstigen Brückenbaustellen der Stadt zu lösen. Unter Verwendung von Carbonbeton wird die angrenzende Carola-Brücke ertüchtigt und die Stahlbaukonstruktion des Blauen Wunders steht in den Stadtlöchern für eine Generalüberholung. Wie auch die Augustusbrücke sind diese beiden Brückensanierungen wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Die neue Zukunft der Augustusbrücke beginnt mit dem heutigen Tag. Möge sie künftigen Hochwässern und Unwettern trotzen. Möge sie den Dresdnerinnen und Dresdnern sowie den Gästen unserer Stadt nicht nur ein Weg über die Elbe, sondern auch ein Weg zueinander sein. Und möge sie, wie mein Amtsvorgänger Oberbürgermeister Dr. Beutler zur Freigabe 1910 sagte, alle Zeit wie ein Wahrzeichen der Kraft und des Könnens unserer Bürgerschaft sein und bleiben. Vielen Dank.
Bevor wir jetzt am Ende dieses Gottesdienstes den Segen empfangen, möchte ich ein Wort des Dankes sagen an all die, die in musikalischer Art diesen ökumenischen Gottesdienst mitgestaltet haben. Ein herzliches Dank an das Bläsersextett und in der Freude auch in der ökumenischen Zusammensingen, muss ich jetzt hier sagen. Ein herzliches Dank an den Kreuzchor und die Kapellknaben. Ich freue mich sehr, als Dompfarrer euch in beiden Chören hier auf der Empore zu sehen, sodass ein guter Brückenschlag der Ökumene von der Empore hier in den Altarraum wohl auch zu spüren ist. Herzlichen Dank auch Professor Lennertz, der an der Orgel uns begleitet hat und zum Auszug dann, glaube ich, auch noch begleiten wird. Wir wollen uns erheben, uns vor Gott stellen und hier eben seinen Segen empfangen. Herr, wir wollen dich am Ende dieses Gottesdienstes bitten um deinen Segen, den Segen für die Brücke, von der wir gehört haben und zu der wir jetzt gehen. Wir wollen aber auch den Segen empfangen für uns selbst. Herr, so segne die Brücke. Sie gewähre uns sicheren Übergang und erleichtere unsere Wege. Halte du Gefahren von uns fern und bewahre du uns vor allem Schaden. Lass uns in dieser Zeit aber selbst auch Brücken bauen und dies ein Bild unseres Lebens sein. Es sei eine Mahnung, Gräben zwischen uns Menschen zu überwinden. Hilf uns dabei. Das gewähre uns Christus, unser Herr. Amen. Und so segne euch alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun gehen wir hin in Frieden und lasst uns Brücken bauen.